Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zum Ausblick. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und euch hier auf den aktuellen Stand bei Testschiffen bringen wollt. Wir haben ja demnächst die britischen schweren Kreuzer im Spiel, beziehungsweise den Vorabzugang, der kommt ja mit dem Update 090. Und die paneuropäischen Zerstörer, die werden dann im Verlauf des Jahres, was jetzt vor uns liegt, ins Spiel integriert. Aber da gibt es schon grundlegende Änderungen bei den paneuropäischen Zerstörern. Und die wollen wir hier so ein bisschen bearbeiten. Genauso die Veränderung bei den schweren britischen schweren Kreuzern. Da wird es nämlich nochmal ein bisschen Buff und teilweise ein bisschen Nerf geben. Und eben auch bei dem französischen Zerstörer, von dem wir schon längere Zeit nichts mehr gehört haben, der Marcio. Fangen wir direkt erstmal bei dem T3-Zerstörer der europäischen Zerstörer an. Hier wird die Nachladezeit der Hauptbatterien reduziert, nämlich auf 5 Sekunden runter und bei den erforschbaren Geschützen auf 5,5 Sekunden. Die Erkennbarkeitsreichweiten werden auch reduziert auf 6,14 Kilometer, waren vorher 6,94. Wenn ihr im Nebel steht und schießt, dann wird es weniger werden, 2,2, und die Flugzeuge entdecken euch jetzt erst bei 2,02 Kilometer. Vom Prinzip her werden alle paneuropäischen Zerstörer in diese Richtung angepasst. Das ursprüngliche Konzept der paneuropäischen Zerstörer war eigentlich, auf große Distanz Torpedos ins Wasser werfen zu können. Und die verwundbare Seite war eigentlich der Nahkampf und der Kampf gegen andere DDs. Das sollte so ein bisschen der Counterpart sein. Man hat jetzt aber festgestellt, dass die Zerstörer, wie sie jetzt vorher waren, sehr, sehr leicht zu bekämpfen und zu entdecken waren. Und somit quasi überhaupt gar nicht wirken konnten. Sie waren einfach nur Opfer. Und deswegen hat sich World of Warships jetzt entschieden, die Spielrichtung oder die Spielart dieser Zerstörer komplett anzupassen. Sie werden jetzt schnell feuernde DDs werden. Ja, sehr, sehr schnell feuernde DDs. Vom Gefühl her so Richtung britische DDs, die halt auch nachher unter 2 Sekunden Nachladezeit haben können. Diese Zerstörer hier werden keinen Nebel haben, werden aber Motorboost haben, werden eine Reparaturmannschaft haben und werden defensive Flakfeuer haben. Die Flak wird so stark bleiben, wie sie vorher schon war. Das war ja auch eine der Aushängeschilde dieser DDs. Und es werden weiterhin Torpedos dabei sein, also jetzt nicht eine Friesland erwarten, es werden weiterhin Torpedos dabei sein, die relativ weit schwimmen, sehr schnell sind, aber verhältnismäßig wenig Schaden machen. Also nachher auf den Top-Tier-Stufen, aktueller Stand, Work in Progress, ca. 10.000 Trefferpunkte. Auch bei der Class Horn, das ist dann der nächste DD, den wir jetzt hier haben, wird die Nachladezeit angepasst um eine Sekunde auf 5,5 und die Erkennbarkeitsweiten zu Wasser 6,3, 2,25, wenn ihr im Nebel steht und schießt, und durch Flugzeuge auf 2,45 reduziert. Das ist jedes Mal eine Reduzierung so zu Wasser um 700 Meter, im Nebel ist ein Viertelkilometer, und von den Flugzeugen wird da auch ungefähr ein Viertelkilometer weniger entdeckt. Und dann kommen wir zu T5, und ab T5 verändert sich noch mehr, nämlich die Reparaturmannschaft wird quasi aufgewertet. Vorher war es ja eine Reparaturmannschaft im Standardverbrauchsmaterial und zwei im Premium. In Zukunft werden es zwei Standard sein und drei im Premium. Das heißt, eure Überlebensfähigkeit wird damit auch nochmal verbessert werden. Auch hier natürlich wieder eine Veränderung der Ladezeit. 5,5 Hauptgeschütze. Dann wird das Schiff statt 7,12 6,23 weit entdeckbar sein. Ihr müsst jetzt immer noch beachten, das sind ungeskillte Werte. Also ihr könnt da noch relativ weit runter skillen. Wenn ihr im Nebel steht und schießt, dann 2,25 Kilometer sichtbar, und bei Flugzeugen werdet ihr auf 2,45 Kilometer entdeckt. Beim T6DD geht das eigentlich 1:1 weiter. Da wird auch die Nachladezeit auf 5,5 Sekunden reduziert. Das ist eine Sekunde Reduzierung. Das ist schon ganz ordentlich. Und wir werden dann von Schiffen auf 6,86 Kilometer entdeckt. Wenn ihr im Nebel steht, dann 2,44, wenn ihr eure Hauptgeschütze benutzt. Und wenn ihr durch Flugzeuge entdeckt werdet, dann müssen die 2,9 Kilometer an euch dran sein, dass ihr überhaupt aufgedeckt werdet. Dann kommen wir zu Skein, das ist der T7-Zerstörer. Auch hier Nachladezeit reduziert auf 2,8 Sekunden, das waren mal 3,5. Die Erkennbarkeit ist genauso wie bei dem T6-Zerstörer 6,8 Kilometer in Zukunft, und auch die Entdeckbarkeit im Nebel ist 2,44. Die Flugzeuge entdecken euch jetzt auf 3,15 Kilometer.
Vergesst nicht, ihr habt keinen eigenen Nebelwerfer. Ne? Auch wenn jetzt immer von der Entdeckbarkeit im Nebel gesprochen wird, ihr werdet wahrscheinlich keinen eigenen Nebelwerfer haben und seid quasi darauf angewiesen, Nebel von anderen zu bekommen. Das ist halt so eine markante Sache bei diesen DD. Ab T8 war es ja in der Vergangenheit so, da das Überwachungsradar auf den paneuropäischen Zerstörern eingebaut war. Das wird ersetzt werden. Und zwar ab T8 bis hoch auf T10 durch defensives Flakfeuer, was dann nochmal die Stärke, die das Schiff sowieso schon hatte, wird dann nochmal gepimpt, und zwar eben durch diese Sache. Dadurch, dass die Schiffe jetzt halt so schnell nachladen und niedrige Entdeckbarkeit haben, wäre dieses Überwachungsradar aus balancetechnischen Gründen, so sagt Wargaming zumindest, viel zu stark. Und deswegen wird es einfach ausgebaut und durch defensives Flakfeuer ersetzt. Nachladezeit der Hauptbatterie auf T8, hier ist T8, die Öland, da will man immer Ödland sagen, aber die Öland, 2,5 Sekunden Nachladezeit der Hauptbatterie, 7,22 Kilometer Entdeckbarkeit durch Schiffe. Hier darf man nicht vergessen, hier gibt es jetzt den fünften Slot, also könnt ihr zweimal die Tarnung runterskillen und dann habt ihr noch die Tarnung, die man auf dem Schiff anbringt. So kommt ihr dann quasi prozentual summiert auf 23% sozusagen. Das ist natürlich durch die Formel ein bisschen anders, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Dass man da eben nochmal 10% mehr reinpacken kann. Die Hauptgeschütze, wenn ihr die im Nebel benutzt, geht ihr 2,57 Kilometer auf. Durch Flugzeuge werdet ihr auf 3,12 Kilometer entdeckt. Bei der Östergötland, Zungenbrecher 2.0, da haben wir die Nachladezeit der Hauptbatterie dann sogar schon auf 2 Sekunden reduziert. Die Erkennbarkeit wurde auf 7,22 zu Wasser, 2,57, wenn ihr im Nebel steht und schießt, und auf 3,12 Kilometer, wenn ihr durch Flugzeuge entdeckt werdet. Auch hier gibt es dann da defensive Flakfeuer statt Überwachungsradar. Und dann kommen wir zur Speerspitze des europäischen Zerstörerbaums, die Halland. Da wird die Nachladezeit ebenfalls reduziert auf 2 Sekunden. 7,62 werdet ihr zu Wasser entdeckt, 2,73, wenn ihr im Nebel steht und schießt, und durch Flugzeuge auf 3,38 Kilometer. Das Verbrauchsmaterial wurde auch da ersetzt durch defensives Flakfeuer, und die Torpedowerfer-Nachladezeit wird hier verkürzt von 110 Sekunden auf 100 Sekunden. Und dann gab es ja noch einen speziellen Zerstörer, nämlich die Smaland, die am Ende eigentlich eine Halland war. Genau. Bloß mit anderen Vorzeichen, wenn man dazu sagen möchte. Hier wird nicht das defensive Flakfeuer raufgesetzt, hier bleibt das Überwachungsradar. Und es werden noch ein paar andere Sachen angepasst. Also Hauptbatterie wird auf 1,8 Sekunden Reload reduziert. Ne? Also ihr habt seid dann 2/10 schneller als die Halland. Die Torpedowerfer werden auch auf 100 Sekunden verkürzt, das ist 1:1. Das Überwachungsradar wird standardmäßig 2 Ladungen haben, das Premium-Verbrauchsmaterial 3. Ja, also kein defensives Flakfeuer, dafür eben Radar. Nachladezeit 180 Sekunden, Premium-Verbrauchsmaterial 120. Das ist allerdings nur 15 Sekunden aktiv. Also müsst ihr euch das gut überlegen, wann ihr das einsetzt. Erfassungsbereich 7,5 Kilometer. Um euch herum wird alles aufgeklärt durch Radar. Und die Torpedo-Parameter wurden auch geändert. Ursprünglich hatte die Smaland 15 Kilometer Torpedos, die schwimmen jetzt nur noch 12 Kilometer weit, bleiben aber sehr schnell, wenn sie auch da genervt wurden. Das waren mal 86 Knoten, jetzt sind es noch 76. Nichtsdestotrotz, 76 sind im Spiel ultra schnell für Torpedos. Die Erkennbarkeit wurde dafür auch reduziert, weil die Torpedos ja auch Geschwindigkeit verlieren, von 1,8 auf 1,6 Kilometer. Jetzt sind wir einmal durch diesen paneuropäischen Baum durch. Ihr merkt, alle DDs werden runtergebracht von der Sichtbarkeit und bekommen einen Buff bei der Nachladezeit. Und für den Premium-Schiff hier halt diese Veränderung mit dem Überwachungsradar, dass das eben nicht rausgenommen wird, während es bei den Forschungsbaumschiffen rausgenommen wurde. Ja, das ist der erste Punkt, den wir hier heute jetzt abhandeln. Der nächste Punkt ist die Marcio, oder wie sie auch immer ausgesprochen wird. Die kriegt eine Veränderung. Die hat ja auch, die basiert ja quasi auf der Kleber, und die Kleber wird ja, ist auch gerade verändert. Das hatten wir euch ja in der letzten Ausgabe von Buffs und Nerfs schon einmal erzählt. Und hier wird die Erkennbarkeitsreichweite des Schiffes auf 9,88 Kilometer zu Wasser erhöht, also um 1 Kilometer. Das Abfeuern der Hauptgeschütze im Nebel auf 3,94. Durch Flugzeuge werdet ihr jetzt 5,38 Kilometer weit entdeckt. Die Nachladezeit der Torpedowerfer wird um 30 Sekunden verlängert auf 120, und auch hier wird noch mehr verändert. Der maximale HE-Granatenschaden wird reduziert von 2100 auf 1850, und auch der AP-Schaden wird verändert von 2600 auf 2450 Punkte. Dieses Schiff war ja noch gar nicht zu testen, auch nicht für die CCs, soweit ich das weiß.
Es wurde aufgrund von internen Tests jetzt angepasst erstmal. Das heißt, am Ende, es kann sein, dass es sich sowieso nochmal weiter ändert. Und dann kommen wir schon zum letzten Punkt bei diesem Ausblick-Video, und zwar zu den britischen schweren Kreuzern. Dieses Video mache ich jetzt hier gut eine Woche, bevor das Update hier verfügbar ist, also das Update 090. Ja, eigentlich genau genommen 4 Tage bevor diese Kreuzer dann tatsächlich ins Spiel kommen. Es ist wohl so, dass mit Update 090 der Vorabzugang der britischen schweren Kreuzer zu erwarten ist. Das ist Work in Progress, also ich kann euch das auch nicht 100% versprechen. Es gab da jetzt noch keine finale Ankündigung auf der Webseite von World of Warships. Work in Progress hatten sie das auch aber so gesagt halt. Es wird aber nochmal Veränderungen geben. Wie so häufig, kurz bevor die Kreuzer dann tatsächlich auf den Live-Server für die Allgemeinheit verfügbar werden, werden sie nochmal verändert. Viele zum Vorteil, manche zum Nachteil, also einer zum Nachteil. Ich habe hier den nachteiligen Kreuzer schon eingeblendet. Ich will aber der Reihe nachgehen. Also Surrey, da ist der T7 schwere Kreuzer, bekommt einen Buff von 13 Sekunden Nachladezeit auf 12,5 Sekunden. Das finde ich ziemlich cool, weil die Surrey auf T7 ein relativ starker Kreuzer war. So, also für mich fühlte der sich relativ gut an. Das war einer der wenigen Kreuzer von den Briten, mit denen ich auf Anhieb relativ gut klarkam. Die Albemarle, das ist der T8-Kreuzer des Forschungsbaums, bekommt auch einen Buff von 14 auf 13 Sekunden, geht da die Nachladezeit runter. Und dann die Chesshire von 15 auf sogar auch 13 Sekunden, obwohl die das größere Kaliber hat. Ne? Die Albemarle hat 203 mm, wenn ich mich recht entsinne. Und die Chesshire hat sogar schon 234 mm und bekommt die gleiche Nachladezeit, hat dafür, glaube ich, weniger Mumpel in der Luft. So war's. Und dann hier eben die Drake, die hat mal 16,5 Sekunden gehabt und kommt jetzt eben sogar auf 18,5. Also die kriegt 2 Sekunden obendrauf. Da bin ich mal gespannt. Ich meine, ist ein Forschungsbaumschiff. Ihr wisst ja, dass diese Forschungsschiffe immer relativ schnell nochmal verändert werden, wenn die Statistiken zeigen, dass das Schiff dann doch nicht so gut performt, also underperformt, dann wird es halt nochmal verändert. Und dann gibt es eben noch die Goliath auf Heerstufe 10. Da waren es mal 19,5 Sekunden Reload-Time und das wird jetzt verändert auf 19 Sekunden. Ist nicht weltbewegend, aber es ist eine Veränderung und er zeigt halt auch wieder mal, dass Wargaming durchaus viele Sachen noch am Ende anpasst und wir sicherlich auch für den späteren Verlauf, wenn die weiteren Schiffe dann alle verfügbar sind und der Vorabzugang vorbei und dann der Forschungsbaum freigeschaltet wird, sehr wahrscheinlich ja noch weitere Veränderungen mal erwarten können, je nachdem wie die Statistiken sich dann eben entwickeln. Gut, das war's von meiner Seite oder von unserer Seite zu den Work-in-Progress-Inhalten und ja, ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Ihr habt ein paar Informationen mitgenommen. Wenn dem so ist, lasst mir bitte gerne wieder einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst und vor allen Dingen empfehlt uns gerne weiter. In dem Sinne, viel Spaß weiterhin und dann bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Livestream hier auf unserem YouTube-Kanal. Haut rein, ciao, ciao, euer Seekrotz-Team, euer Andi.